nach 5 Tagen in Venedig geht es endlich weiter. Ich sitze jetzt schon auf der Autofähre und fahre jetzt zur Insel Lido. Dort wechsle ich nochmal die nächste Fähre und dann geht's auf so eine Landzunge nach Punta Sampioni. Und von dort aus darf ich endlich wieder Fahrrad fahren. 5 Tage in Venedig, also als kleine Randnotiz, Venedig ist jetzt kein ideales Reiseziel für Radreisende, weil in Venedig Fahrräder grundsätzlich verboten sind, also auch das Schieben von Fahrrädern ist verboten. Ich musste jetzt 5 Tage damit klarkommen, dass mein Fahrrad in einem Fahrradparkhaus weggesperrt war und musste mein ganzes Gepäck durch die Stadt tragen. Also es war alles ein bisschen anstrengend im Morgen auch. Wenn man 10 Tage Freiheit auf dem Fahrrad verspürt hat, fühlt man sich in einer Stadt wie Venedig doch relativ eingesperrt. Ich freue mich, dass es jetzt weitergeht. Wie gesagt, ich fahre jetzt nach Lido und von Lido nach Punta Sampione. Und dann habe ich noch 130 Kilometer vor mir, allerdings fast keine Höhenmeter am Meer entlang. Und zwar geht es dann Richtung Kroatien. So gut, wieder auf dem Rad zu sitzen. Ich wusste, dass ich ein freiheitsliebender Mensch bin, aber dass mir das so viel ausmacht, verrückt. Heute noch Italien, bis kurz vor Triest und morgen geht es dann hoffentlich über die Grenze, kurzen Abstecher nach Slowenien und dann nach Kroatien. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 9 Uhr. Ich sitze schon seit kurz nach 8 auf dem Rad. Habe gleich 20 Kilometer. Ich habe die Nacht in dem wahrscheinlich besten Monteurshotel aller Zeiten verbracht. Günstige Übernachtung, günstiges Abendessen. Und ich war nicht der Einzige, der in der Joggingbox beim Abendessen gesessen hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau, ich bin auf dem Weg nach Triest mit dem Ziel, heute noch über die slowenische Grenze zu fahren. Die Sabine hat gesagt, ich soll mehr davon erzählen, was ich hier so esse. Weil sie auch gerne isst. Genau, der Radsportler ist gewohnt, nur Mist zu essen. Es sei denn, er ist auf Radreisen. Dann sollte er sich angewöhnen, dreimal am Tag was Richtiges zu essen. An dieser Stelle Grüße an Peter Kohl, der uns das nochmal ans Herz gelegt hat. Ich war gestern in diesem großartigen Handwerkerhotel. Der einzige Werbungstropfen war, es gab nur süßes Frühstück. Für viele Menschen ist das ein Traum, für mich war das nicht so geil. Aber es war auch 7 Uhr, da kann ich eh nicht so viel essen. Deswegen habe ich heute noch zwei Hörnchen oder Croissant oder Due Brioche, wie der Italiener sagt, dabei. Die werde ich jetzt inhalieren. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Aber es ist lecker. Es schmeckt wie eine Mischung aus Marzipan und Apfelmus. Es ist gelb. Das könnte auch Vanillepudding sein. Ich bin wieder am Schieben, aber es ist egal, weil es ist geil hier.
Das ist diese Adria. Mit Höhen und Tiefen. Also Hügel und Meer. Ganz groß. Zum Mittagessen gibt es ein Spinatbörek, frisch aufgewärmt. Auf der Patisserie. Aktueller Jahrgang Coca-Cola. Und zum Nachtisch ein Tiramisu. Ja, so sieht der Radweg nach Slowenien aus. Das ist, glaube ich, nicht mehr weit. Triest habe ich hinter mir gelassen. Eine schöne Stadt, aber echt groß. Und bis man dann mal so ganz draußen ist, ist das halt ja, wieder Hemm. Man muss eher durch so eine Art sehr langes Burbach fahren. So eine Schnellstraße. Naja, der Radweg nach Slowenien. Ja, die Grenze kommt wahrscheinlich bald. Also bisher der beeindruckendste Radweg. Astreiner Asphalt, toller Ausblick. Keine Seele weit und breit und die Autos weit weg. So, liebe Biene, ich weiß noch nicht, ob das das Essen ist, was du meinst, aber das ist das, was ich hier esse. Und zwar sind das Sardinen und Risotto mit Meeresfrüchten. Und dabei trinke ich einen Laschko. Es ist 9.21 Uhr, Kilometer 13,1 und ich habe vor wenigen Minuten die Grenze nach Kroatien überschritten. Es lebe die europäische Reisefreiheit. Ich folge dem Eurovelo 8. Das ist einer von diesen europaweiten Radwegen. Und werde jetzt mal schauen, wie gut dieser Radweg rund um Istrien ausgebaut ist. Ich bin diesmal vorbereitet, essenstechnisch. Ich habe mir zwei Schmieren gemacht. Mit Käse und Schinken. Und einem so wenig Brot, das mir gestern eine findige Verkäuferin noch angedreht hat. Ich habe sehr viel für meine Lebensmitteleinkäufe bezahlt. Ich war in einem sehr touristischen Ort. Aber egal. Ich habe noch ein Croissant von gestern. Ich habe noch eine Cola. Ach, ich bin glücklich. Die Sonne kommt raus. Ich glaube, das mit dem Sahara-Staub hat sich jetzt endlich erledigt. Das hier fühlt sich jetzt endlich schon wie Frühling an. Das ist toll. Und da hinten ist das Meer. Ich kann es sehen, ihr nicht. Die Eurovelo 8 ist an Teilen dann doch... Ah, scheiße, abenteuerlich. Wie gut, dass ich meinen Sommerschuh anhabe. So, als Radweg lasse ich es nicht gelten, aber schön ist es trotzdem. Bin mir noch nicht so sicher, wo das hinführt.